wundervolle Wohlfühlzeit hier bei Gentle Voice ASMR. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir, Gentle Voice. Mindestens doppelt so hoch. Sommermonat wünscht dir deine Fairybox-Tee. Es gibt auch wieder ein Goodie, dazu kommen wir später. Alles an der Box ist irgendwie bio oder recycelt. Also der Faden hier beispielsweise, die Pappe von dem Kärtchen oder auch hier von dem großen Karton. Yeah.
Fläschchen. Bevor ich hier so schöne Lit Sounds und Spraying Sounds mache, lese ich mal eben den Text, die Beschreibung zu dem Produkt vor. Handmaids Rosenwasser. Dieses wundervolle Rosenwasser ist ein wahrer Hydrobooster und wird aus der Rosa Damascena aus dem Rosental in Bulgarien gewonnen. Herrlich erfrischend und hochgradig feuchtigkeitsspendend, das klingt wirklich toll. Beruhigt es deine Haut und unterstützt ihre natürliche Elastizität. Das enthaltene Patenol in Klammern pro Vitamin B5 hilft der Zellregeneration und schützt vor Feuchtigkeitsverlust. Ganz toll. Ideal also gerade für die sonnengestresste Haut, habe ich direkt wieder eine Idee. Abgerundet durch Aloe Vera ist das Rosenwasser hier für empfindliche und akneanfällige Haut verwendbar. Vegan, unverbindliche Preisempfehlung, 3,90 €. Tipp, auch als Gesichtswasser zur Reinigung oder als Make-up-Fixierer nach dem Schminken. Nach dem Schminken geeignet. Für trockene, reife und unreine Haut. Befeuchtet dann jetzt hier auf meiner Haut. Toll. Handmaids Rosenwasser. Schönes Produkt. Oh, was haben wir denn da? Ein Blush. Blush. Ich kann jetzt gerade die Firma nicht sehen. Puro Bio, glaube ich. Schauen wir gleich mal, was auf dem Kärtchen steht. Steht auch drauf, vegan. Zeig mal eben das Produkt. Schöne Farbe. Könnte mir gefallen. Wassermelone. Rouge Wassermelone. Originalgröße 5,2 Gramm. Direkt aus Italien lässt sich dieser Blush mit
intensiven natürlichen Pigmenten präzise auftragen und sorgt für eine besonders gute Modellierbarkeit. Für eine besonders gute Modellierbarkeit kostet 11,59 Euro. Eine seidige Textur zauberte mein Gott, das kann man sehr schlecht lesen, weil es in Zartrosa auf Weiß gedruckt wurde. Ausgesuchten biologischen Inhaltsstoffe eine leichte Frische auf dem Gesicht und lässt es strahlen und natürlich gesund aussehen. Vegan. Sehr schön. Finde ich eine richtig schöne Farbe. Komm, ich zeig dir nochmal. Pure Bio. Schön. Was haben wir denn hier schön? Ein Fläschchen Aquarell. Ich wette, das macht schon ganz tolle Lidsounds. Aquarell, Aquarell. Das ist ein Deodorant. Und alles steht wieder auf Französisch da drauf. Gut, dass ich das Gärtchen habe. Das ist ein Roll-On. Roll-On. Oh, das riecht lecker. Nicht zum Draufstopfen, sondern zum Drehen, also mit einem ganz, ganz kleinen Schraubverschluss. Ich liebe den Sound, ne? Ich glaube, sowas Ähnliches kommt gleich noch, habe ich aufblitzen sehen. Das ist sehr cool. Originalgröße 50 ml. Frisch und leicht reguliert dieser praktische Roll-On langanhaltend die Transpiration auf gesunde Weise und überzeugt zusätzlich mit einer wohltuenden, pflegenden Wirkung auf der Haut, angereichert mit das kann ich sehr schlecht lesen. Alaunkristallen. Aha. Werden die Bakterien, die für den unangenehmen Schweißgeruch verantwortlich sind, bekämpft. Und das Schwitzen wird durch das Zusammenziehen der Poren reduziert. Wertvolles Mädesüß oder Mädesüß, Mädesüß, ne? Blütenwasser reinigt und beruhigt außerdem die Haut, sodass der Schutz- und Pflegeeffekt zusätzlich optimiert wird. Überzeuge auch für du dich von der tollen Wirkung dieses natürlichen Deos. Es fängt gerade ganz toll an zu regnen. Vielleicht hört ihr ja was. Tipp: Dieses Deo ist nachfüllbar. Die Refills sind in 100 ml erhältlich und so sparst du Geld, Verpackung und schonst die Umwelt. Vegan, unverbindliche Preise.
Kaufempfehlung 6,90 €. Sehr schön. Gesichtsreinigungsschwämmchen oder Abschminkpads, eine Haarbürste wäre mal wieder schön, ne? Solange ich die Fairybox bekomme, ist über ein Jahr, war noch nie eine Haarbürste drin. Ich weiß aber, vor meiner Zeit, also bevor ich die Fairybox ausgepackt habe, war da mal eine drin. Oh, das wäre schön, ne? Wenn ihr das seht. Liebes Fairybox, eine Haarbürste, keine Nagelbürste. Das finde ich schön. Aber das ist auch toll, ne? Das ist, glaube ich, eine Rougepinsel. Rougepinsel. Und es knistert jetzt so schön. Schöne Rohspinsel. Riecht angenehm. So aus Holz, ne? Ich höre es regnen, du auch, bei mir. Gemütlich. Und wie klingt der? Kling, 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 kling. Von der Barbara Hoffmann. Barbara Hoffmann, ganz toll. Ich glaube, dieses Metallstückchen, das sieht so nach Roségold aus. Durch das Licht kann ich das jetzt nicht genau sehen, aber ich denke, ich tippe
Wetter richtig, ne? Sieht so nach Roségold. Roségold von der Barbara Hoffmann ist der Pinsel. Der praktische Redwood Rouge Pinsel liegt gut in der Hand, das stimmt. So lässt sich das Rouge perfekt auftragen. Kostet unverbindliche Preisempfehlung 7,95 Euro. Schön, freue ich mich über so ein schönes Tool. Sieht in der Kamera. Oh, das gibt schöne Lidsonsen. Auch gleich mal vor, was auf dem Kärtchen steht. Was fühlt sich gut an? Riecht doch sehr, sehr angenehm. Thank you.
Sonnenschutz aus besten Bio-Pflanzenwirkstoffen schützt dich diese Creme vor UVA und UVB-Strahlung mit einem Lichtschutzfaktor 30. Zusätzlich bietet Schmetterlingsfledermaus den Anti-Blue-Light-Schutz vor blauem Bildschirmlicht. Sonnenblumenöl pflegt die Haut geschmeidig glatt und hält die Feuchtigkeit in der Haut und erhält die Feuchtigkeit der Haut, ja. Pflanzliches Vitamin E wirkt antioxidativ und zellschützend. Ohne Nanopartikel, reef-friendly, wasserfest. Sehr schön. Schönes Produkt von I&M. Und dann kommen wir jetzt noch zum Goodie. Was zieht jetzt gut ein? Die Haut, die schimmert jetzt ein bisschen. Aber es fühlt sich angenehm an, nicht so als nicht klebrig oder so. So, kommen wir zum Goodie. Manufaktur. Hautspektakel. Hautspektakel. Die Wohlfühlmanufaktur. 100% vegan. Und zwar ist das eine sanfte Mandelseife. Die war hier so in einem Kärtchen eingesteckt. Zeige ich gleich. In der Eifel mit Liebe von Hand für dich gemacht. Hier noch von Hautspektakel der Wohlfühlmanufaktur so ein schönes Begleitheftchen dabei. So aus einer schönen dicken grauen Pappe. Seife aus der Vulkaneife. Nachhaltig und hautverträglich, von Hand für dich gemacht. Hautverträglich und transparent, keine Farbstoffe, keine Duftstoffe, keine Konservierungsstoffe, keine Füllstoffe, keine Tenside, kein Mikroplastik, kein Erdöl, kein Alkohol. Und da gibt es richtig schöne Sorten. Mandelseife, Macadamia-Seife, Avocado-Seife, Vollmondseife, oh wow, Vollmondseife, in Vollmond gesiedet, Aberglaube, probier's aus, richtig schön.
schönes Goodie. Ja, ihr Lieben, ein bisschen, ja, Infomaterial noch. Unter anderem ein schöner Aufkleber. Finde ich auch gut. Ackergifte, nein, danke. Toll, da finde ich auch ein schönes Plätzchen für. Ach, hier von Aquarell. Das war der Deo-Roller. Hier. Da gibt es noch einen Rabatt von 20%. Und zwar einen Willkommensrabatt. Zeig ich dir mal. www.aquarell-shop.de. Wenn du da das erste Mal halt bestellst, dich da anmeldest, bekommst du 20%. Finde ich richtig toll. Dann nochmal von Fairybox selbst ein Hinweis auf Gojek. Ab jetzt sind alle handverlesenen Produkte der Fairybox Gojek geprüft. Last but not least noch ein Kärtchen, Schätzelein von Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Ackergifte kommen niemals in die Stadt, hat es geheißen. Von wegen. Fakt ist, vor Ackergiften sind wir derzeit irgendwie nirgendwo sicher. Das müssen wir dringend ändern. Werden auch sie aktiv unter ackergifte-neindanke.de. Ich halte es nochmal dick. Ja. Könnt ihr es auch mal lesen? Das war es dann jetzt aber auch. Das war jetzt ein ganz langes Fairybox Unboxing Video. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann du das Video schaust. Schlaf schön.